Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren hier in dem wunderschönen Farmhaus stehen geblieben, wo wir die Ellie jetzt konfrontieren, die abkaue ist mit dem Pferd. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gezicht besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Oh Mann, das war jetzt richtig hart gekostet. Ich finde das emotional gerade richtig belastend und richtig hart. Wir probieren jetzt hier mal still zu agieren und die Typen mal nicht im offenen Kampf, sondern mal wirklich, ach, heimlich auszuschalten. Oh Mann, mir sitzt der Dialog immer noch in den Knochen, muss ich sagen. Das ist so hart. Und dann lässt nach dem Joel seinen Ausbruch gegenüber der Ellie. Und dann irgendwann müssen wir es auslassen. Und jetzt muss der Ertrag labern. Da kommt Kennerei. Oh nee, wie gesagt, das ist so hart. Allein schon wie die Tochter angesprochen worden ist, wo man das erste Mal hat sehen können, wie der Joel dort drauf reagiert, wenn seine Tochter mal ins Spiel kommt. Und wir haben ja gesehen, das ist nicht gerade gut ausgegangen. Das wäre schier eskaliert. Heilige Scheiße! Ach, Scheiße, ja. Um es in dem seine Worte zu sagen, ja, das war gerade heilige Scheiße. Mist. So wissen die Kerle jetzt Bescheid, glaube ich, oder? Können wir wohl doch nicht mehr so heimlich wie gedacht agieren. Ah, nee, doch. Huh, das war Glück. Das war absolutes Glück. Wo bist du, du verdammter Drecksack? Ja, ich komm schon gleich her. Verdammte Drecksack, kommt ich gleich besuche, Kumpel. Und immer schön hinter im Rücken sei, so dass er dann nicht sofort sehen. Dann packen wir uns denn, gucken wir mal im Hintergrund, ob da was ist. Nee. Dann haben wir es so erwischt. Die anderen zwei, die strahmern da hinten rum in der Gegend. Komm raus, du Feig! Oh Mist! Ah, Scheiße! Diedel am Körper! Wollt mal einmal seriöser vorgehen und dann gleich sowas. Naja. Was soll's. Okay! Alles sauber! Gehen wir raus zu den Pferden! Dann haben wir sie auch erledigt, die Kerle. Laden wir hier nochmal noch. Ein ordentlich Munition für den Kerl verschwendet, aber
darf eben nicht wundern, auch noch ein bisschen gehabt. Da war gekickt. Aber der hat schon ordentlich was auch gehabt an Panzerung. Von daher darf eben nicht wundern. Aber klein bisschen Munition habe ich auch gespart. Und dann gehen wir raus und starten doch gleich mal die nächste Videosequenz. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Schöner Blick noch auf die Siedlung von hier aus. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Das ohne die Vorräte aufzustocken. Das ist wirklich ein sturer Bock. Ja, dann wissen wir doch jetzt unser Ziel und es hat sich wieder aufgelöst und die beiden sind weiterhin zusammen, weil der Joel wohl doch ein schlechtes Gewissen gehabt hat und die Ellie doch nicht um ihren einzigsten Vertraute bringen wollte, den sie jetzt auch hat. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Wollte er gerade Football beibringen. Aber klar, du in, bevor wir jetzt so weitergehen, würde ich gerne mal hier hingehen, weil es hier nochmal Sammelobjekte gibt. Und ja, in Amerika werden die Colleges und die Universitäten natürlich sehr häufig auch durch Football und so weiter definiert. Von daher hat er ja auch gesagt, die Bighorns. Aber ja, hier haben wir dann noch ein paar Sachen, Sachen, die wir uns hier holen können. Und zwar, wenn wir hier zurückgehen, können wir hier einen Comic finden. Und wie gesagt, können wir mit der Aktionstaste Dreieck hier runtergehen vom Pferd und auch genauso gut wieder hoch. Ruhig, Carlos. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Ja, die Ellie hat dem Tier jetzt anscheinend auch einen Namen gegeben. Carlos. Sehr seltsam. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Oh, cool. Freie Radikale. Gucken wir uns das mal an. Band Silver. Mhm. Ja. Find doch auch ganz nett. Los, rutsch. Wie nett? Los, rutsch. Gott, wie wiescht. Also zwischendrin kriegt er hier so richtig barsche Befehle, finde ich. Ja, dann sind wir jetzt hier an der Universität von Ost-Colorado gelandet. Und gehen dann mal ein bisschen über den Campus. Also so ein kleiner Campus-Spaziergang. Und lassen uns intellektuell hier was um die Ohren wehen. Aber das war
finde ich jetzt richtig schön die Auflösung, weil ansonsten ist es schon fast deprimierend gewesen. Entschuldigung. Fast deprimierend, wie die zwei emotional miteinander umgegangen sind. Und zum Glück hat sich das wieder einigermaßen geregelt mit deiner zwei, weil es war echt traurig, finde ich. Es wäre so traurig gewesen, wenn er sie dann da verlassen hätte, aber ist ja glücklicherweise nicht der Fall gewesen. Dann können wir uns hier nochmal die Heilkräuter hier holen. Ich bleib bei Kalos. Ich hasse den Namen. Das ist großartig, Entschuldigung. Ich finde das einfach nur genial. So Kleinigkeiten. Rutsch mal. Ja, rutsch mal. Sehr nett. Alles klar, Clint Eastwood. Gehen wir. Gehen wir da weiter. Denn wegen dem Pferd muss ich da definitiv ach lachen. Ich okay. Hasse den Namen, wegen für dem dachischen Namen doch. Wie ein Spiegel aus. Jo, wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Ja, das machen wir doch. Gehen wir da hoch. Und auch nochmal was für alle Sammler unter euch. Da drüber, die Wand ist der Affixierer, wo die Bighorns auch abgebildet sind. Dann könnt ihr da nochmal optionales Gespräch starten, wenn ihr da drüber springt. Aber das kommt erst später, weil wir gehen jetzt erstmal hier rein. Hier gibt es nämlich einige schöne Sachen zu holen. Aber bevor wir das machen, will ich auch gerade noch sagen... Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren? Ja, lernen, feiern... Sich selbst finden. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Ja, war schon komplizierter die Zeit früher, denke ich, als hier in der Apokalypse oder noch der Apokalypse. Ja, und wie gesagt, an der Stelle würde ich sagen, wir machen hier einen wunderschönen Cut, wenn wir hier alle drei auf einem Bild haben. Die Ellie, der Joel und der Kallus, dessen Name der Joel so sehr hasst. Warum auch immer. So schlimm finde ich den Namen jetzt auch nicht, aber gut. Der Kallus stimmt uns auch schon zu. Wir machen hier unseren Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig, wo wir uns die Uni da mal angucken werden. Machen's gut, ihr liebe Leute. Bis dahin.